Herr Meier wohnt mit seiner Familie seit einem Jahr in einem neuen Haus. Heute hält er die erste Stromrechnung in der Hand. Der Verbrauch ist gar nicht so hoch wie erwartet. Das ist schon mal gut. Außerdem weiß er nun auch, welche monatlichen Abschläge ihn zukünftig erwarten. Trotzdem will Herr Meier es nun ganz genau wissen. Was ist eigentlich ein Stromabschlag und wie wird er berechnet? Deshalb fährt Herr Meier heute im SW Energiecenter vorbei. Hier bekommt er selbstverständlich eine Antwort auf seine Frage. Jeder Stromkunde zahlt monatlich einen bestimmten Betrag an SW Versorgung, die sogenannte Abschlagszahlung. Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung für den Strom, den Sie verbrauchen. Dabei besteht jede Abschlagszahlung aus zwei Kostenfaktoren, dem Strompreis des Anbieters und Ihrem Verbrauch. Aber ich kenne meinen Stromverbrauch doch nicht im Voraus. Das ist richtig. Deshalb fragen wir zum Beispiel bei Neukunden nach der Haushaltsgröße und der aktuellen Wohnsituation. Daraus ergibt sich ein Durchschnittswert, um den Stromverbrauch Ihres Haushaltes zu schätzen. So ermitteln wir dann, wie hoch Ihre Abschlagszahlung ist, um den Strom für das ganze Jahr zu finanzieren. Bei Bestandskunden hingegen wird die Höhe der Abschlagszahlung anhand des Vorjahresverbrauchs berechnet. Und wie gesagt, auch der Strompreis spielt für die Abschlagszahlung eine Rolle. Dieser setzt sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis zusammen. Was sind Grund- und Arbeitspreis? Der Grundpreis ist die Grundgebühr, die pro Monat für Ihren Strom berechnet wird. Er ist der verbrauchsunabhängige Anteil. Der Arbeitspreis ist der Preis für den verbrauchten Strom in Cent pro Kilowattstunde. Er wird deshalb auch als Verbrauchspreis bezeichnet. Im Arbeitspreis sind auch die Kosten für gesetzliche Steuern, Abgaben und Umlagen, wie zum Beispiel die Stromsteuer, enthalten. Verändern sich die Steuern, muss auch Ihr Stromanbieter den Preis anpassen. In diesem Fall steigt oder sinkt dann auch Ihre regelmäßige Abschlagszahlung. Dasselbe gilt auch bei veränderten Einkaufspreisen an der Strombörse. Und was bedeutet das für meine Rechnung? Bei der Jahresendabrechnung überprüft SW Versorgung, wie viel Geld Sie als Abschlag bereits eingezahlt und wie viel Strom Sie tatsächlich verbraucht haben. Haben Sie mehr Geld gezahlt, als Sie Strom genutzt haben, bekommen Sie den Überschuss zurückerstattet. Im anderen Fall müssen Sie nachzahlen. Das habe ich soweit verstanden. Trotzdem bin ich etwas verwundert. Denn wenn es sich doch um einen monatlichen Abschlag handelt, warum zahle ich dann insgesamt nur 11 Abschläge? Üblicherweise berechnet SW Versorgung 11 monatliche Abschläge pro Jahr. Im 12. Monat erfolgt statt eines Abschlags die Jahresendabrechnung. Dementsprechend wird die zuvor geschätzte Gesamtsumme auf 11 Monate verteilt statt auf ein ganzes Jahr. Das ist für den Kunden einfach übersichtlicher. Und was mache ich, wenn ich sehe, dass sich mein Stromverbrauch im Laufe eines Jahres verändert und mein Abschlag zu hoch oder zu niedrig ist? Auch das ist kein Problem. Selbstverständlich können Sie Ihre Abschlagszahlung anpassen lassen, damit sich Ihre Stromkosten ganz genau nach Ihrem individuellen Verbrauch richten. Rufen Sie uns einfach an oder nutzen das SW-Online-Portal. Das funktioniert bei Erdgas übrigens ganz genauso. Das ist ein guter Service. Da fühle ich mich bei SW Versorgung weiterhin gut aufgehoben.